Also, wir wollen jetzt in das Lager gehen, unsere ganzen Krimskrams verkaufen. Vor allem die ganzen Flügel. Und dann nebenbei noch nach Dusty gucken. Auch wenn wir ihn bisher hier nicht wirklich gesehen haben. Und wir sind schon ziemlich oft in dem alten Lager im Kreis gelaufen. Naja, wir können einfach die Augen offen halten. Mit etwas Glück treffen wir ihn ja. Die Butler haben wir uns vorher auch nicht wirklich so genau angeguckt. Denn die Schatten waren ja wichtiger, um die Bonuspunkte zu sammeln. Naja. Also wir suchen jetzt Dusty, wir suchen die Händler, Diego, um noch ein bisschen Stärke zu lernen. Und eventuell könnten wir auch noch bei dem da unten mal nachfragen, ob er uns ins neue Lager bringen könnte. Also nachdem wir hier das Wichtigste erledigt haben. Damit wir da auch endlich mal reinschauen können. Denn die anderen beiden Lager waren jetzt ja nicht so ansprechend. Also das alte Lager hier schon mal gar nicht. Da haben wir bisher nur Negatives gefunden. Und beim Sumpflager war es am Anfang ja noch einigermaßen ansprechend. Aber danach mit der Sklavenarbeit und diesem Hetzredner, der gesagt hat, dass der Schläfer alle umbringen will und so. Es ist nicht sehr sympathisch. Bist du Dusty? Nein. Da haben wir noch Fingers. Snuff und zwei normale Butler. Butler. Kein Dusty. Na, vielleicht sitzt er mit Diego zusammen. Bei dem Lagerfeuer sind immer ein paar Leute. Ah, da oben auch. Grimm. Naja, du bist nicht Dusty. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Also wir haben jetzt noch 20 Punkte. Die Jagdfertigkeiten kosten nur einen Punkt jeweils. Also können wir 15 Punkte verbraten für Stärke. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. So. Das soll erstmal reichen. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Ja, bei Diego werden wir noch öfters vorbeischauen. Einmal, weil er uns halt trainieren kann, was die Stärke angeht. Zum anderen haben wir noch seine Prüfung des Vertrauens. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Also wir sind schon um einiges stärker geworden. So einen dahergelaufenen Butler, der uns überfallen will, würden wir schon schaffen. Also werden wir ihm nichts mehr geben. Ich werde nicht mehr zahlen. Du hast schon genug gekriegt. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen, dass du nicht von üblen Halunken niedergeschlagen und ausgeraubt wirst. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Das werden wir ja sehen. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, mal schauen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt irgendeinen anderen Butler schikaniert, uns anzugreifen. Oh, bist nicht das, die. Aber mit dem Butler müssen wir fertig werden. Eine andere Sache ist jetzt, wenn er irgendwelche Schatten auf uns schickt oder Gardisten. Die sind ja richtig gut ausgerüstet. Alles Butler. Butler. Ups. Ja. Du warst jetzt aber nicht Dusty, oder? Das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann kommst du garantiert nicht mit ins Sumpflager. Nee. Sein Problem war, dass alle Leute durch sein Haus laufen. Verständlicherweise. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Oh. Der macht uns ja Mut. Was ist mit dir? Du? Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hey. Er hat genug.
Autsch. Klarer Sieger, würde ich sagen. Was für ein Arschloch. Komm, steh auf. Das probieren wir gleich nochmal. Komm schon. So sehr tut eine Nagelkeule nicht weh. Oder so ähnlich. Also, Schwert in die Hand. Und gleich was essen. Das ging aber ganz schön schnell, dass die Leute auf uns losgehen. Hoffen wir, dass er der Einzige ist. Ey! Langweiliger Kampf. Ah, ein Kampf! Okay. Dass er gleich die Waffe wieder zieht? Wir hätten ja vielleicht auch nur mit ihm reden wollen. Oh. Das nehmen wir mal alles mit. Warum auch immer du so viele Schwerter dabei hast. Na gut. Das war jetzt ein wenig skurril. Können wir jetzt mit ihr reden? Suchst du wieder Streit? Wir könnten jetzt nochmal provozieren anzugreifen, aber nein. Lass mich mal vorbei. Ha, also er schlägt uns K.O., setzt sich dann wieder gemütlich auf seine Bank. Wir wollen ihn wieder ansprechen und er greift uns sofort wieder an und wird niedergeschlagen. Na gut. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor 1 Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Ja, der schickt uns gerade. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. 100 Erz. Also eigentlich hatten wir uns erhofft, hier bei den Jägerlehrern was zu lernen und vielleicht eine neue Rüstung zu bekommen und dann für ihn noch 100 Erz auszugeben. Na gut, wir können es ja erstmal andeuten und dann später machen, wenn wir das Erz wirklich überhaben. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Na, von wollen kann nicht unbedingt die Rede sein. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ja, das machen wir aber erstmal in 1-2 Tagen. Erstmal wollen wir hier unsere Sachen loswerden. Da gab es Dexter und Fisk. War hier schon mal Dexter? Auch wenn er nicht so viel Erz hatte. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Oh, hat er doch. Ich dachte, irgendwie hätte er weniger. Na gut, die 8 können schon mal weg. Davon können auch 2 weg. Einen behalten wir, falls wir es mal als Bestechung brauchen. Die ganzen Flügel kommen weg. Eine Klinge und ein Rasiermesser. Oh, die müssen von diesem Halsabschneider da gewesen sein. Na gut, die können auch weg. Oh, wir sind schon viel zu hoch. Klinge zurück. Und so sieht's doch gut aus. 191. So. Wie viel haben wir jetzt? 351. Fehlen noch 149. Die müssten wir von Fisk zusammenbekommen.
Zeig mir deine Ware. So, kann man die Rüstung hier direkt auswählen? Nein, leider nicht. Also gut, dann andersrum. Das weg. Das alles weg, die Klinge weg. Und wir haben noch jede Menge Schwerter für dich. So, ein Schwert, noch ein Schwert, noch ein Schwert, noch ein Schwert. Und schon sind wir über dem Limit. So, ein Erz kriegst du Trinkgeld. Ja? Oh, nee, die Triche wollten wir gar nicht. Also klar, wir hätten sie auch genommen, aber die sind ein bisschen teuer. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. Ah, schauen wir doch mal. So, wo ist die gute Rüstung? Das scheint echt nur eine Hose gewesen zu sein. Dafür 500 Erz? Na gut, sie schützt besser vor Waffen als Klamotten, aber... Na gut, aber wo wir jetzt schon mal hier sind, verkaufen wir auch den Rest gleich. Zeig mir deine Ware. Er müsste jetzt ja genug Erz auf Vorrat haben, damit wir die Jäger bezahlen können. Also die Fackeln können alle weg. Die Karte. Ja, die Karte verkaufen wir dann auch mal, weil die Karte hier ist genau die gleiche wie die andere, nur mit dem roten X drauf. Dann haben wir noch... Ja, Kreuzer, Pilze, Beeren, können alle weg. Ein Bier kann auch noch weg. Und die ganzen Waffen. Dann hätten wir 286. Das reicht nicht. Wir brauchen mindestens 300 für die Lehrer. Was verkaufen wir da denn noch? Ein bisschen Fleisch. Ja, so kommt das hin. Also 200 Erz. Unser schönes Fleisch. So. Ja, schön, schön. Also, wir haben eine neue Rüstung. Besser gesagt, eine neue Hose. Wir haben inzwischen auch das selbstgeschmiedete Schwert, haben unsere Stärke erhöht. Ah, schön, schön. Jetzt gehen wir noch zu den Lehrern, lernen die ganzen Jagdfertigkeiten. Und dann können wir uns draußen mal ein bisschen umgucken. Nach Sachen zum Erlegen. Oder halt mit Dusty zurück ins Sumpflager gehen. Auch wenn wir eigentlich ins neue Lager schauen wollen. Aber dann hätten wir das schon mal hinter uns. Ja, Bloodwind nicht mehr so altklug, haben deinen Schläger ganz locker verprügelt. Also, nachdem er uns einmal niedergeschlagen hat. So, die Jäger waren da drüben ungefähr. Also gehen wir mal den Weg hier über die Sandbank. Da sind nämlich auch noch Viecher drauf, die wir mitnehmen können. Auch wenn es nur zwei Scavenger sind. Aber... jede Kleinigkeit lohnt sich. So. Na klar. Ja, ein Schlag nur noch. Die Stärke macht sich schnell bezahlt. So. Oh, und so schöne neue Hose ist gleich wieder nass. Da haben wir noch mehr Scavenger und die Jäger. Erstmal an der Geschichte. Hoffentlich wollen die jetzt nicht zwei Bier haben, wo wir gerade das eine verkauft haben. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Gut. Also wir haben jetzt heute Krallen, Fell und Zähne entfernen lernen. Das kostet zusammen 300. Ja, habe ich gut überschlagen. Also gehen wir einfach alle Schritt für Schritt durch. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten?
Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Ah, schön, schön. So, und nach diesem Lernmarathon speichern wir jetzt erstmal ab. LP 012.